Union Fürstenwalde empfing den Chemnitzer FC. Gästetrainer Daniel Berlinski verteilte 5 Tage vor Weihnachten schon Geschenke. Isa Dogan, der Ersatzkeeper, durfte ran, weil er fleißig ist, sich ohne große Nebengeräusche hinter ihm, hinter Jakub Jakubow, auf die Bank setzt. Heute tauschten beide die Rollen. Chemnitz in Himmelblau, 10 Spiele, ungeschlagen, beeindruckende Serie. Sie waren mit breiter Brust unterwegs, auch in Fürstenwalde. 75 Sekunden rum, da klingelte es im Kasten der Unioner. Jovan Vidovic, der Innenverteidiger, neu in der Startelf und prompt der Treffer. Das ging zu einfach aus Sicht von Fürstenwalde. Freiberger schnell auf Schimmel, der auf Vidovic. Und der dann dahin, wo der Ball herkam, gegen die Laufrichtung von Da Silva im Tor. Ecke, Fürstenwalde, Montero abgeköpft am ersten Pfosten, Kirchicek. Fürstenwalde mit der Absicherung durch Christoph. Hoppala, der im Tiefschlaf, und freie Fahrt für Kirchicek gegen Da Silva. Kirchicek nach Kieferhöhlenbruch mit Masko unterwegs. Da Silva hielt mit dem Kopf, Applaus von Trainer Kenny Verhoeven. Wieder Chemnitz. 4 der letzten 5 Spiele haben sie gewonnen. Wieder ist Kirchicek frei durch, aber wieder der Ball nicht im Netz. Aufmunterung von Kevin Freiberger. Die Chemnitzer Führung verdient, aber sie hätte zu diesem Zeitpunkt deutlich höher ausfallen müssen. Weiter nicht zu sehen von Fürstenwalde. Der CFC mit Kurt. Das ging sehr leicht gegen Martinez. Roscher verpasst, aber es geht weiter mit Müller. Auf Zickert, der Innenverteidiger, völlig frei. Der durfte zumindest mal aufs Tor. Robert Zickert hat 2-mal in dieser Saison getroffen. 1-0 für den CFC zur Pause und auch im Durchgang 2. Das gleiche Bild, Fürstenwalde gedanklich, oft zu langsam. Dann Kirchicek auf Walter. Nächste gute Chance für Chemnitz, aber weiterhin nur 1-0. Weiter traf den Ball nicht richtig. Wieder Chemnitz, Max Roscher. Dann Freiberger auf Osso eingewechselt. Wieder Freiberger. Und Müller mit dem Stockfehler, aber er blieb dran. Und dann patzte auch noch das Silber im Fürstenwalder Tor. Es ist das erste Saisontor für Tobias Müller. Aber na klar, musste sich Da Silva den auf den eigenen Deckel schreiben. Es ging nicht viel bei Fürstenwalde zuvor. Hier Udua und Montero auch zu halbherzig. 87. Minute schon. Fürstenwalde bäumte sich nochmal auf Montero. Zickert dazwischen. Wieder Montero, der Kapitän, auf Martinez. Und der Ball im Tor. Nur noch 1-2. Kein 0-0 für Dogan, aber da war auch nicht viel zu holen. Er streckte sich vergeblich, soweit er konnte, und trotzdem landete der Ball im Netz. Johann Martinez gab seinem Team Hoffnung und Fürstenwalde bekam die Chance. Die Ecke und dann nochmal Montero, nochmal der Ball in den 16er. Aber Dogan sicher. Die Nachspielzeit. Nochmal Chemnitz, die Fahne vom Assistenten blieb unten und so bekam Roscher die Chance. Simon Noah Roscher mit der Entscheidung. Chemnitz baut die beeindruckende Serie aus 11 Spielen, jetzt ohne Niederlage. Die Himmelblauen gewinnen 3-1 in Fürstenwalde. Die Unioner überwintern auf dem vorletzten Platz. Chemnitz auf Rang 6. Mit Sichtweite zur Spitze.